Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Angespielt des Spiels Abriss, einem Spiel aus deutschen Landen von der Firma Randwerk. Das Spiel soll im ersten oder zweiten Quartal 2022 erscheinen. Ich freue mich, dass wir uns hier schon mal eine Demo-Version anschauen können. Da gibt es einige Kampagnenlevel ausgewählte aus früheren und späteren Spielstadien und einen Sandbox-Modus, den wir uns anschauen können. Und das machen wir dann jetzt auch mal. So, erstmal rein in die Kampagne. Bevor ich da aber drücke, Abriss Build to Destroy, vielleicht nochmal kurz zu sagen, worum es da geht. Es geht nicht nur um Abriss, sondern auch Aufbau zum Abriss. Also da gibt es allerlei Mechaniken und Zerstörungsmöglichkeiten und hat auf mich schon mal einen ganz guten, im Video, was ich mir vorher angeschaut habe, einen sehr guten Eindruck gemacht. Das könnte ein sehr entspannendes, aggressionsabbauendes Spiel sein. Mal schauen, wie es in der Umsetzung gestaltet ist. Die Entwickler weisen hier darauf hin, dass es am ein oder anderen Level noch hängen könnte und dass man wohl die Level deswegen auch überspringen kann. Und jetzt habe ich euch aber lang genug auf die Folter gespannt. Es gibt ja so einige Abriss- und Zerstörungsspiele, mit denen dieses hier korrigieren muss. Für mich persönlich, mal abgesehen vom Spreng- und Abriss-Simulator, der eine ziemliche Katastrophe war, findet ihr aber auf meinem Kanal, ist das hier sozusagen mein erstes reines Zerstörungsspiel. Abriss, Build to Destroy. In die Kampagne. So, was haben wir denn? Ach so, man arbeitet sich in verschiedenen Leveln, insgesamt durch verschiedene Welten. So, wir haben das Intro. Wir haben die Welt 1, Extinction, die Welt 2, Annihilation, Welt 3, Korrosion, Welt 4, Erosion, was haben wir noch? Kombustion. Okay. Gehen wir erstmal hier beim Intro Play. Erstmal verstehen, wie das Spiel funktioniert. So, rechten Mausknopf halten, damit das Ganze rotiert. So, linker Mausknopf zum Bewegen. C für die Kontrollen. So, neues Teil. Ultra Heavy Cube, also super heftiger Würfel. Davon habe ich 6 Stück. Okay, was muss ich denn überhaupt zerstören? Okay, den Kubus auswählen und jetzt? Linken Mausknopf, um ein Teil zu platzieren. Zum Beispiel dahin. Okay, habe ich gemacht. Okay, man kann auch gedrückt halten und den Mausknopf noch bewegen und erst wenn man loslässt, wird er platziert, okay. Scroll while hovering to rotate parts, also am Maus gedrückt halten und gleichzeitig am Mausrad drehen, ist das so? Nee, das ist nicht so. Scroll and hover. Drehen geht nicht. Am Mausrad drehen bringt's nicht. Vielleicht einfach R? Nee. Lass mal gucken. Zoom, Camera, Turnpart, Scroll, while Mouse on Turnpart, Scroll, while Mouse on Build Ground, Scroll. Photo Mode, Undo Build, Scroll Wheel.
Scrollwall, Mice on Build Ground. Deutsche Sprache gab es noch nicht, ne? Controls. Okay. Da habe ich aber jetzt was gemacht. Warte mal. Nochmal alles neu. So, der Versetzte. So. Schnall ich nicht. Da geht's schon los. Wie drehe ich? So, WASD. Okay, mit Space habe ich den ganzen Level zurückgesetzt. Ja, hier unten funktioniert's. Hä? Ach, nicht den linken Mausknopf gedrückt halten. Das war missverständlich. Nicht while on hover, direkt nur das Mausrad drehen. Ah. Direkt nur das Mausrad drehen. Na? Kriege ich aber so nicht hin. So. Raus. Noch weiter raus. Und jetzt. So, alle roten Ziele zerstören, um zu gewinnen. Okay. Achso, ich kann das hier völlig unstatisch aufbauen. Und dann kippt das da drauf und Level complete. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Es könnte Spaß machen. Complete. Next Stage. Was bietet ihr uns denn jetzt Schönes an? Ist doch ein schönes Knobelspiel, ne? Knobelspiel gemischt mit Zerstörung. Abriss. Schöner deutscher Name. So, lädt der Spaß gerade? Macht das Spiel gar nichts mehr. Scheinbar. So, ich habe es jetzt mal neu geladen. In der Demo-Version verzeihe ich sowas immer mal gerne. Und wir gehen einfach hier, ich würde sagen, mal in ein Level pro Welt oder so rein. Schauen wir mal. Also, der Turm. So, Verbindungsstücke, um Türme zu verbinden. Gut, wir gucken mal. So, die roten Teile muss ich treffen, ne?
kann ja nicht so schwer sein. Was habe ich denn? Ich habe 4 heavy, 4 schwere, ne? Bauteile. Und ich habe 4 ultra heavy Cubes und Konnektoren. Gut, aber dann machen wir doch hier Heavy Pillars. Hier direkt an den Rand. Oder? So, einen hierher. Noch ein Heavy Pillar drauf. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ist aber noch nicht hoch genug, ne? Ah, da ich, gut, ich habe mir das ja gemerkt, wie das im Vorspann ausgesehen hat. So ungefähr. Einen dritten Heavy Pillar. Dann machen wir hier einen Connector hin. Noch so ein Heavy. Ne, eigentlich hätte ich das gerne noch anders. Was ist denn, wenn ich da den Ultra Heavy Cube dran mache? Ne. Das funktioniert so nicht. Aber ich habe eine Idee, wie es funktioniert. Also, das Ding bauen wir hier noch dran. Und dann hier noch so ein Konnektor. Oh, den Ultra Heavy Cube noch hier dran. So, dann können wir hier noch Zeug drauf bauen. So, sieht das so aus, als ob wir Go machen könnten? Ich probier's mal. Auf geht's. Nein! Er kippt dann nach rechts um. So, Reset Level. Okay. Vielleicht machen wir es aber auch ganz anders. Muss ich die denn unbedingt miteinander verbinden? Ja, ich muss die irgendwann miteinander verbinden. Da geht ja kein Weg dran vorbei. Wir machen das mal anders. Wir machen hier mal 2 aufeinander. So, ich verschiebe die aber schon mal ein bisschen. So, und ich kann doch bestimmt 2 Konnektoren einfach aneinander bauen, oder? Konnektor. Und noch ein Konnektor. Die machen wir jetzt aber, dass die auf dem Boden feststehen. So, irgendwie mit dem Konnektor verschweißt. Und jetzt die Ultra Heavy Cubes. Na? So. Na? Naja, ich sehe schon da unten das Problem. Gut, wir probieren es trotzdem. Das war so klar. So, du hier auf dem Boden stehen. So, du hier auf dem Boden stehen. Brauche ich gar keine 2 Konnektoren. Warte mal. Wir gucken mal. Na, ist jetzt alles miteinander verschweißt?
So, nochmal, go. Nein. So, Heavy Pillar, ganz vorne an den Pillermann da. Vielleicht ein Connector dazwischen? Okay. Und dann einen hier so rechts schräg vorne dran. So. So, und dich noch da drauf. Dann noch so ein Super Heavy drauf. Um dann wieder so ein bisschen in die Richtung zu bringen. So, hier noch ein Super Heavy. Also ich würde mich ja mal freuen. Also wenn das nicht, wenn das das Gebäude nicht wenigstens ankratzt, da weiß ich es nicht. Oder? Was denkt ihr? Könnt ja mal euren Tipp schon mal in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das gefällt, einen Daumen nach oben da lassen. Ja, Abriss, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jo. Beide erwischt. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Das macht Laune. So, complete. So, jetzt gehe ich aber mal back to menu. Ich hoffe, das funktioniert jetzt absturzfrei. So, dann gehen wir nochmal in die Kampagne rein. Das war jetzt Welt 1. Welt 2, Annihilation. Es kommen später aber nur noch Waffen und allerlei Gerätschaften hinzu. Ich hoffe, dass wir davon in der Demo noch irgendetwas zu sehen bekommen. Was Thrusters soll ich benutzen? Ach du liebe Zeit. Gut. Oh. Wie soll das denn funktionieren? Heavy Beam? Achso, das ist dieses Quergestell. Na gut, ich denke, es wird ja jetzt nicht viel mehr übrig bleiben als so nach oben. Komm, da brauche ich mal einen Connector dazwischen. Noch weiter nach oben. Connector. So, das Ding dahin. Na, mal gucken. Der erste Versuch. Und dann baue ich den Ultra Heavy Cube. Boah, mal gucken hier. Ich versuche mal, irgendwie muss ich das Gewicht von dem Thruster doch bestimmt ausgleichen, oder?
Gut, der erste Versuch. Einfach mal blind drauf los. Was macht denn der Knopf? Achso, man muss noch steuern, während der Event läuft. Okay. Jetzt machen wir dasselbe nochmal. Na, warte mal. Na? Gewonnen, Baby. Ach komm, da hinten der eine ist noch ganz. Ach nee, ach komm. Komplett, er ist doch noch in die Luft geflogen. Okay, 99%. Da kann ich mit leben. Die 99,98, die denken wir uns noch dazu. So, was haben wir denn noch hier? So, Rocket. Ich nehme einfach das erste von jeder Welt hier. Korrosion. Square. Bestimmt auch dementsprechend schwer sein. Use lasers to cut targets. I like it. So, Laser. Ah, und Rotatoren. Das könnte schwierig werden. Warte mal. Ich habe eine Idee, aber... Das wird schwierig. Wo kann ich denn die... So, wie geht das mit den Rotatoren? Clockwise, wie kann man die denn montieren? So, wie sind die Laser? Einer auf der unteren Ebene. Eigentlich muss der noch weiter runter. Wie machen wir das denn? Eigentlich müsste der Balken quer liegen. Oder kann man den Rotator auch an der vorne irgendwie dran montieren? Ich muss das mal ausprobieren hier. So, kann ich hier noch irgendwie da vorne dran? Ja. Aber dann zerschneidet der Laser. So, aber ich kann ihn doch einfach hier unten drauf packen. Warte mal, wir nehmen einen Connector. Packen den hier vorne dran. Und noch einen. So, jetzt den Laser drauf. Wir probieren das einfach mal.
So, da muss noch ein Pillar drauf. Und noch einer. Das ist am Ende zu hoch, ne? Ich will das jetzt einfach nochmal erstmal probieren, wie das überhaupt so aussieht. Gell? Okay, scheiß drauf, die roten Dinger zu treffen. Einfach nur alles wegsäbeln. Da hätte ich mir gar keine großen Gedanken machen müssen. Ja, aber mit den steuerbaren Elementen und zusammengehörige Elemente kann man zusammen ein- und ausschalten. Das ist cool. So, was hatten wir? Annihilation, Korrosion. So. Die letzte Welt können wir nicht spielen, aber wir können in Erosion noch das Katapult ausprobieren. Zum Beispiel. Activate Pistons to throw objects. Oh je. Warte mal, das. Wie geht das denn? Gut, ich baue jetzt da einfach nur mal irgendwas hin. Ich will nur mal sehen, wie es... Erstmal will ich nur mal sehen, wie es funktioniert. So, mal los. Ah, ich verstehe. Bum-di-bum-di-bum. Man rotieren, ne? Ich habe eine Idee. Ich weiß wie. Na, ich habe natürlich keine Idee. Also, ich habe schon eine Idee, aber ich weiß nicht wie. Ach, was weiß ich. So. Dahin. Dahin? Keine Ahnung. Dafür müsste das Ding erstmal so ankommen, wie ich das da runterschicke, nicht wahr? Okay, 3, 2, 1, go! Die lösen nicht von selber aus? Okay. So, Reset Level. 4, 2, 1 Katapult. Vielleicht aber auch ganz simpel. Thank you.
So, euch zusammenschweißen. Okay, ich verbrauche mal gar nicht alles. Es muss doch scheinbar nur irgendwas liegen bleiben, was das Katapult wegschießen kann. Dinge ungestraft kaputt machen. Macht Spaß. Okay, cool. Komplett. So, haben wir in jede Welt einmal reingeguckt. Back to Menu. Die Entwickler sagen, man sollte auf gar keinen Fall den Sandbox-Modus verpassen. Deswegen gönnen wir dem Sandbox-Modus jetzt auch noch ein klein wenig Aufmerksamkeit. Okay, Target. Okay, also man kann das Ziel auswählen. Man kann auswählen, aha. Okay, von wo aus man hier literally everywhere. Slow Motion, Destruction, Extinction. Achso, Extinction ist nochmal Extinction. Nochmal was anderes wie Destruction. Annihilation, Combustion, also verschiedene Arten. Rubin. Okay, es geht nur Destruction. Gravity kann man einstellen. Load Construct, Save Construct. Und darf ich es dann auch spielen? Ach, hier alles unendlich. Was ist das denn hier? Hinge. Okay, die Sachen sind nicht unendlich. Kanonen. Laser. Ja gut, ne? Was soll ich sagen? So, los. Gut, die braten sich natürlich auch gegenseitig weg. Die roten Dinge, die noch auf dem Boden liegen, die werden zuletzt noch auch noch zerstört. Läuft, würde ich sagen. Ist da einfach noch eins übrig? Okay, zurück zum Hauptmenü. Ja, wenn auch nur ein kurzes angespielt, muss ich sagen, Abriss, Build to Destroy, ist ein Rätsel- und Knobelspiel nach meinem Geschmack. Ich bin da, was das angeht, echt
schwer zu begeistern, aber hier sind ein paar tolle Spielmechaniken und Ideen drin. Und ja, liebe Leute, wenn ihr das noch zum richtigen Preis rausbringt, also Randwerk, wenn ihr das noch zum richtigen Preis rausbringt, da noch ein paar ordentliche, knackige, gute Level dabei sind. Und ich sehe ja, es gibt auch sogar noch verschiedene Spielmodi, wo es nicht nur offensichtlich nicht nur rein um diese Zerstörung geht. Und es gibt auch noch weitere Waffen und Abrisswerkzeuge. Also genug Level, genug Spielmöglichkeit, genug Repertoire. Ein paar knackigere Level vielleicht noch mit rein, aber da bin ich mir sicher, dass die dabei sein werden. Dann würde ich sagen, für Freunde der gepflegten Zerstörung verbunden mit etwas Rätselspaß wird das sicherlich ein ausgezeichnetes Spiel werden. Ich bin da ganz zuversichtlich und lange müssen wir ja augenscheinlich auch nicht mehr auf die Veröffentlichung des Spiels warten. Ich freue mich drauf und bin auf das Endergebnis sehr gespannt. Ja, liebe Zuschauer, bis hierhin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen. Euer Sprengmeister Dachs.